We are ready to roll. Sobald sie mal Captain hier angeschnallt hat, kann es auch losgehen. So. Tower, we are rolling. Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Ich begrüße euch an Bord des Actros 1845. Unser Plan ist ja Flug. Geht jetzt nach Langgöns Niaklen in die Firma. Dort werden wir planmäßig aufgetankt und dann voraussichtlich mit einem Weiterflug nach Frankfurt. Mit Umweg über Stockstadt, Wetzlar, man weiß es nicht genau. Prost! Cheerio, Miss Sophie! Weg jetzt Gang erlegen. Un momento, Signore. So, jetzt geht es auch vorwärts. Also, ich bin in der Firma. Wir haben es Donnerstag, 20 Uhr, 35 Grad. Ja, so, ich bin jetzt auf dem Weg von der Firma. Ich habe mir einen leeren Kühler genommen. Ich soll jetzt nach Frankfurt fahren. Und dann da laden. Warum war jetzt nach Frankfurt? Ich habe da laut Plan habe ich da Moment Bock 5 laden, 21 Uhr, 33 Stellplätze. Gut, dann machen wir es jetzt. Dann hauen wir da die Hütte voll. Und dann geht's nach Hause. Spannend hier in Frankfurt, weil den Kunden, den kenne ich zwar, aber der hat ein neues Außenlager. Soll wohl quasi 150 Meter dran vorbeifahren, linke Seite sein. Mal gucken. Mal gucken.
aber noch besser. Mehr kann man ja auch gar nicht fahren. Oh. Alter, oh. Quietscht denn hier unten? Rausfliegt bei dem LKW. Bollam, bollam. So, normalerweise wären wir jetzt hier rechts abgebogen zum Kunden. Ah, ich sehe da, glaube ich, schon vorne unseren DAF stehen, der gerade lädt. Oh, Tim, ist natürlich doof. Ach, du ahnst es nicht. Hier soll ich... Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Ja, ich muss mal hingehen, mal gucken. Weil ich soll da, wo unsere beiden gerade drauf fahren, soll ich auch laden. Und hier gibt es keine Parkmöglichkeiten auf der Straße. Also, ich gehe da mal hin. So, also, ich kann entweder hier warten, wo ich stehe, wo ich aber scheiße stehe. Oder aber ich kann um dieses Haus hier rumfahren und hinter diesem gelben angeblich soll ich reinfahren können. So, jetzt gehe ich mal das Risiko. Gucken wir, ob man da reinkommt, rumkommt, reinkommt. Es ist zum Kotzen hier, ehrlich. Schauen wir mal. Muss man schauen. Rum, ran, hin, her. Ach, so eine Scheiße hier, ehrlich, das ist doch. Das ist doch alles Kappes hier, mal ganz im Ernst. Hier mal flugs auf dem Hof, vor das Tor zu machen. Stehen wir hier und warten, bis meine zwei Kollegen fertig geladen haben. Schau, das ist ja wieder hier. Das ist ja ein Kack. Also diese neue Halle hätten sie auch sparen können. So. Minus 2 Grad dürften reichen zum Laden. Was war das? So, machen wir Türen auf. Geil.
It's cold. Der rote fährt weg. Dann fährt dieser 7,5-Tonner da, fährt vor. Dann fahre ich vor, fahre an das erste Tor, also hinter dem roten. Und dann kann ich nämlich laden. Kiki. Wollen wir dann mal ran? Fahren. So, 22.40 Uhr, endlich geladen. Jetzt fahre ich noch schnell vor, mache die Türen zu. Dann geht's nach Hause. Junge, nur noch 31 Grad, 10:30 Uhr abends. Stabil. Kamera weg. Ach, Kinders. Zieleingabe. 199 Kilometer. Alter Lachs. So, ihr seht oder ihr hört es. Verschwitzt, müde, kaputt. Nichts mehr gewohnt, der Falco. Ich sau hier rum. Anschnallen. Dann gucken wir mal hier rum. Zirkeln hier nach diesem Loch. Tor hat mir angerufen. Der Tor. Hallo. Ja, wenn's passt. Ihr Pias Actros. Das gibt's doch gar nicht. Ich fahre, Alter, das ist ja Tor. Frankfurt ist das neue Osten, du, ich sag's dir. Ja. Tor. Geschüttelt geht's mir. Jetzt ist ja. Ich fahre hier gerade Frankfurt hier, was ich. Dieselstraße. Kannst du dir mal ein Auto leihen, ein tiefer gelegtes, Koni gelb, zugedreht am besten, dann fährst du hier mal, ja. Da musst du dir in meinem, keine Ahnung, in einem meiner nächsten Videos mal angucken, da, weil ich filme gerade. Moment. Tor, ich soll dich grüßen! Von dir selber, du bist im Video. Oh, die Ampel ist grün. Tor, du lenkst mich ab, Alter. ungefähr 1.50 Uhr, schätze ich mal. Es gibt auch Touren, da kommen wir erst um 3, 4, 5 nach Hause. Das gibt's auch. Ja, ja. Wie geil. Kai hat gesagt, weil ich habe das mal spaßhalber mal gesagt. Ich sage nicht, dass Tor irgendwann mal mit dem Leibprius so um die Ecke kommt, weil ich mir einen kaufe. Er sagt, dann braucht das Ding mit dem Porsche mal kaputt, sagt er.
22:50 Uhr. Wenn ich so spät loskomme, weil dann bin ich erst so um halb acht in der Firma, halb acht, wenn ich dann nach Frankfurt muss, habe ich keinen Berufsverkehr, keinen Staus mehr, alles ist easy, Frankfurt gehört mir, jetzt habe ich hier nur hier 1, 2, 3, 4 Autos hier vor mir. Wenn du, sag ich mal, wenn du so um 12, 13 Uhr loskommst, dann bist du 15, 16 Uhr in der Firma. Und da fährst du pünktlich zum Berufsverkehr nach Frankfurt. Da stehst du nur im Stau. Ja. Weiter rechts fahren, Kumpel, Alter. Ich muss schon auf die dritte Spur ausweichen.